halten. Letztlich hast du vielleicht einen Trupp mit der Panzerfaust oder Schreck? Ich hab Panzerfäuste, ja. Kannst du einen Panzerfausttrupp in die Windmühle schicken? Den kannst du auch nach ganz vorne stellen. Warte. Imo, ja? Hier meine ich, das ist das geile Fahrzeug. Warte. Weil wenn du den da auslädst und alles verbietest, außer die Panzerfaust, und der kommt da vorbeigefahren, dann schießt er halt mit der Panzerfaust alles kaputt, was da ist. Nee, die brauche ich eigentlich nicht. Nee, das Ding ist jetzt der Marmot. Ich hab Sturmschützen in Phase A. Also 13 STGs mit Panzerfaust. Deswegen ist die 78. Sturm halt so geil. Geil. Und ich werde den ersten Blob, den ich hier drin sehe, sofort mit dem Nebelwerfer beschießen. Habe ich bei wem habe ich das gelernt? Bei. Wie ist er denn? Ach, genau, das ist unnötig. Mit Nebelwerfer in Phase A sind schon lustig. Corpo Italiano. Was ist denn für ein cooles Gefühl? Iron, soll ich dir Flak stellen? Nee, Flak habe ich. Hast du einen Jäger? Ja. Ja, das wäre wichtig gegen Nightside also und Niklas. Ja, also ich brauche ihn nicht direkt am Anfang. Ich brauche ihn bei der ersten Verstärkungswelle, denn da hole ich Stugas. Weil, wie gesagt, also ich könnte jetzt entweder Flak oder Jäger stellen. Oder sogar beides. Chopper? Ja? Hat der Jäger von Niklas eigentlich letzte Runde deinen V-Push da aufgehalten? Er hat einen Teil meiner Infanterie zerstört, ja. Aber es war eigentlich egal, weil er da gar nicht angegriffen hat, wo die Infanterie hin sollte. Ach so. Also der hat... die Infanterie, wo er wahrscheinlich töten wollte, ist auf der anderen Straße gefahren. Der hat mir 6 Infanteristen getötet für die rechte Seite. Dann hat er da gar nicht angegriffen und da waren trotzdem 2 Infanteristen, die ich zum Glück über die ganz rechte Straße fahren lassen habe. Also deswegen war es komplett ineffektiv. Okay. Soll ich jetzt 2 Jäger mitnehmen? Ja, bitte, bitte. Gegen Nightside und gegen Niklas. Ich nehme ganz viel Flak schon mal mit. Weil Niklas wird bestimmt wieder einen Brandbomber einsetzen, damit rechne ich. Oder irgendeinen Bomber oder sowas. Teil deine LKWs in 2 Reihen. Schick einige LKWs vor und die anderen spawnst du ganz hinten am Rand der Map. Dann fahren die nämlich mit versetzt und dann kannst du sie zur Not stoppen. Mache ich jetzt auch. So, dass du 3-4 LKWs als Lockvogel vorschickst und den Rest lässt du hinten erst starten. Dann hast du ein paar Sekunden Verzögerung. Vielleicht hilft das. Mhm. Ich hoffe es. Ich hoffe nur, dass er nicht zu mir auf den Hügel kommt. Ich hoffe, ich krieg Niklas auf jeden Fall. Indian Head Infanterie in die Stadt. Nightside hat ISU 122. Nightside mag seine Division nicht, das heißt, er wird damit. Ja, aber die ist. Ich habe. Gestern mit Blitzy und Collar eine Runde gespielt gegen irgendwelche Leute von Collar Server. Und ich habe die ISU mit Vett und Vett 3 geboostet. Die haben jeden Schuss getroffen und jeden Panther gewonnen-hittet. Von Collar Server sind die gut? Nee. Oh, ich möchte gerne mal mit denen spielen. Die sind richtig scheiße. Also 2 sind richtig scheiße und der eine ist. Ich möchte mal mit denen spielen, dann können wir die besser aufpäppeln und kennst dann auch. Kennst du Moelo Naut vom IR9? Ja, natürlich. Das ist der. Ja, und warum sind die nicht hier? Was weil ist da los? Weil die eigentlich kein Multiplayer spielen. Ja, dann bringe ich das denen bei. Die spielen nur hier Army General. Ja, das ist schlecht. Dann bringe ich. Dann. Ja. Okay. Ich bringe das denen bei. Könnt ihr? Nee, ja, das muss ich nicht freibringen, Iron. Ready. Ja. Lass dich mal zu meinem Server, wo wir da drauf fahren. Ich bin auch ready. Ihr könnt den schreiben, wenn alle ready sind. Die haben ready geschrieben schon. Achso, dann. Case hat gefragt, ob wir ready sind. Ja, wenn Nightside jetzt weg ist, ist mir egal. Aber Timo, das war gestern eine schöne Runde gegen die. Hat Spaß gemacht. Die Angreiferrunde mit den. Ja, gestern mit den Elefanten im Sturm, Tiger. Ja, Elefanten im Sturmangriff. Ey, Chopper, das würde dich stolz machen. Ich habe freiwillig die Schatten da gespielt. Alter, Blitzy, du bist die Legende. Ja, Blitzy hat extra die Schotten gespielt für die 16 Pünder. Wir hatten als Anfang, sollten wir angreifen. Alter, Timo, guck dir die Kolonne an, Timo. Ja, ich sehe sie schon. Erwarte ihre Befehle. Warum könnte das funktionieren? Das Gefühl, Niklas wird mir gleich. Naja, ich hab
Jäger in Bereitschaft. Alter, Timo, diese Kolonne, die fährt. Was? Die ist länger als. Ich habe eine längere Kolonne länger als Afrika. Junge, Blitzi, ich hab einen größeren Konvoi als du. Na. Alter, kommt da viel. Es scheint aber nichts zu kommen. Der ist schon da oben. Ich bin oben auf dem Berg, wo ist der Gegner? Da ist der Gegner. Keks habe ich als Gegner. Ich rush den oben so weg. Niklas? Der Jäger rechts. Ich hab Nightzeit. Das sind jetzt die Schwimmfahrzeuge, die da kommen. Also, Jäger von. Oh. Don. Ich hab Nightzeit, der wollte mich rushen. Da kommen ganz viele Panzer, ganz viele Panzer. Ach T-60. Du heilige Mutter. Leute, ich. Oh, glaub ich. Die haben sich ergeben. Was kommt da denn angefahren? Nebelwerfer kommt. Halt die da unten. Halt hier drauf, halt da drauf. Ja, mach ich. Da sind ganz viele T-34. Nee, Nebelwerfer ist gegen Infanterie, ich halt auf die Infanterie drauf. Mach. Da kommt die T-34er schon an. Ich brauche irgendwas gegen Panzer, Leute. Und zwar in Masse. Der Nebelwerfer kommt. Ich kann dir Stück schicken, zwei Stück. Ja, das reicht hoffentlich dann auch. Boah, Demo, Junge. Du hast erwischt. Zwei hast du nicht erwischt direkt, aber ist egal. Ich hab's ja getroffen und verlangsamt zumindest. Ja. Ich hab auch ein paar Panzer. Ich hab Nightzeit aus der Stadt zu Goofy rausgedrückt, der hat hier nichts mehr. Nightzeit ist raus. Aaron, soll ich die Verstärkung schicken? Ja, bitte. Schick zwei Stück. Ich schick zwei Stucks. Zwischenzeit kämpfe ich mal langsam. Timo, dank dir habe ich den Berg. Geil! Timo, du bist die Legende. Sie sind bei mir in der Flanke. Aber oh, der Fäuste, der. Oh, der Komorotti hat Panzerfäuste, hab ich gesehen. Oh, belastend. T-34, 85, 44, Iron. Oh ja, ich sehe sie. Ich schieße sie auf die Flammen im Infanterie. Ja, da kommt die zurückgebliebenen Panzertruppen. Truppen gegen die zurückgebliebenen Flammenwerfer kommen gleich hochgelaufen. Ja.
Signore, wir gehen vorne. Ich höre 30, ich kann nicht schießen. Ich weiß, ich steht genau auf der Gruppe. Ja, das ist halt Hügel. Alter Timo, Junge, jetzt geht's los, jetzt wird geschossen. Ja, baller die mal zu Tode da oben. Da muss ich an Irons Buch denken, was er uns mal vorgelesen hat über Benito Mussolini, als sein Griechenland eingefallen ist. Sieht auch so erfolgreich. Ich schicke Stuklas in die Mitte, da brauche ich Jäger und Unterstützung. Na, so fühle ich mich gerade mit meinen italienischen Panzern, Iron, wenn ich hier vorrücke. Da brauche ich Jagdschutz. Nice, er fährt mit seinem BA-10 auf meine Sturmschützen zu. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Verrecken alle. Kein Jagdschutz? Nein, das ist schlecht. Ich habe gerade keinen, es tut mir leid. Ich habe keine Jäger. Naja, ich hab aber Flak. Ja, immerhin. Also ja, Jäger, der, dieser Bulyukin, der ist zu schnell. Schau mal, guck mal die Stadt an. Alter, Timo. Ah, oh, nice, Jäger abgeschossen. Neuer Bomber auf meine Panzer irgendwie. Ich bin verwundert, dass bei mir noch keine Bomber kam. Der kann meine Panzer irgendwie gar nicht richtig töten, ist das Ding. Ich prall an den Shermans ab, ich hab ein Problem. Ich prall doch nicht mehr an den Shermans ab, ich hab doch. Ja, also euch. Hey, ich schieß von hinten, ich schieß den Firefly kaputt. Hab einen Sherman 5 abgeschossen. Schütze ist tot, Panzer ist tot. Panzer ausgeschaltet. Steht 11 zu 21. Jetzt ist der ganze Weg frei. Ja, ich habe alles aufgeräumt. Ja, ja, schick schnelle Truppen. Ja, schick mal schnelle Truppen. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe alles aufgerieben. Ich habe das hätte ich 2 Minuten vorher wissen müssen. Ich hätte die ganze Kampfgruppe schicken können. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass ich da die ganze Fläche Alter, einnehme. Alter, kommt da Verstärkung. Iron, da habe ich aber noch nicht gewusst, dass ich hier die ganze Fläche einnehme. Ja, aber Scheiße. Also ich überrenne gerade den Berg mit L3-Panzern. Iron, ich hab Stuckführer vorne. Ja, ja. Immer halt zu rümmern. Ich höre Hauptmann. Timo, ich brauch nochmal ein Panzerabwehrteil irgendwie, irgendwas. Ich schick dir gerade Raketen. Danke, danke. Raketenangriff. Mehr kann ich nicht tun. Alles gut, alles gut. Ich glaube, Nightset hat aufgegeben. Er hat keine Truppen mehr in der A-Phase. Er hat, du hast da bewegt sich aber was. Irgendwas ja, ist da. Ja, da bewegt sich noch was. Ich muss die äußersten Stadtränder besetzen. Und alles ja, da bewegt sich noch Panzerbewegung. Von Waffenschmied. Waffenschmied, hier ist T-34-85, kann ich gerade nichts gegen machen. Ich kann die technischen Panzerabwehrteile zur Ablenkung schicken, wenn du willst. Soll ich? Aber dann soll ich zu Flak nee, der soll in den Nahkampf kommen, dann verliert er. Wenn er in den Nahkampf kommt, verliert er. Ich hab Sturmschützen. Aber dann soll ich was kommt denn da angeflogen? Ich brauch keine Flak. Oh, ist keine Flak, okay. Nein, ich brauch Nahkampfinfanterie. Die hab ich leider noch nicht. Was auch mit deinem Spielwagen? Jetzt hab ich sie. Bei mir kommen Jäger. Ich schicke Maros. Ja, der hat meinen Scout entdeckt, deswegen. Maros sind auf dem Weg, die werden den Wald halt clearen. Die Muni pack. Ja, ich lass sie kommt aus. Panzer. Was sind ihre Befehle? Timo, ich hab den Hügel oben links. Sehr gut. Artillerie zu Diensten. Waffenschmied kommt jetzt bei mir, der will hier mit Heckmann machen. Ich baue mal meine Artillerie auf jetzt.
Hier stehen ganz viele leichte Fahrzeuge an der Brücke. Roger. Dann hat meine Arti, hat mein Raketenangriff was gebracht? Ich weiß es nicht, aber er hat gerade auf jeden Fall probiert, meine L3-Panzer auszuschalten. Die sind offensichtlich eine große Gefahr für ihn. Alles Half-Tracks. Er hat den Aufklärer-Moped, hat er wirklich nicht gesehen, das ist unfassbar. Nee. Feuer wieder, nicht schießen. Da kommt ziemlich viel Knights, er schickt auch neue Truppen. Ja, der hatte kein Geld, der schickt jetzt auch nicht. Ja, der hat Geld gehabt, aber keine Truppen. Ja, meinte ich da. Ja, ein T-485 down. Aber die Stadt verliert da, weil ich habe überall Sturmschütze und du hast deine Spähwagen da. Die Mörser jetzt ein T-34. Vorsicht, Blitzi, die kommen von der Flanke bei dir. Da kommt eine richtige Masse bei mir jetzt. Alles gestellt. Richtig viel. Ich muss mich jetzt hier irgendwie viel gestaffelt aufstellen. Dios mio, Alter, schickt der hier was mir entgegen. Aber die sterben halt alle. Ein Großteil. Die T-34. Ja, ich arbeite dran. Ich muss auch bei Iron aushelfen, das Problem. Nö, war mir zu tun. Iron, guck dir diesen Blob an und ja, da kommen jetzt Mörser. Oho. Oho. Da kommen jetzt Panzer von links. Oho. Alles gut, ich hab Sturmschützen in der Stadt. Ich hab alle Panzerfäuste. Oh, die ganze Infanterie da irgendwie. Oh, Neidzeit. Fahrer hat da keine Sorgen. Ich hab links einen Nashorn. Ich hab links einen Nashorn, das macht die weg, das macht die weg. Ja, da brauch ich jetzt aber irgendwie mal den Gruppenführer und meinen. Ich brauche ganz dringend etwas gegen Panzer, irgendetwas von irgendwem. Nichts, nichts. Hey, warum haben wir verloren? So, ich habe 3 Punkte verloren, gerade. 2 Punkte meine ich. Ohne Jagdschutz kann ich nichts schicken. Ja, ich habe nur Flak. Ich kann nichts. Ich habe keine Flugzeuge, Iron. Also entweder du schickst halt so die Flieger oder. Ja, weiß ich nicht. Ich brauche auch noch Panzer. Wie wäre es mit Trommeln? Hat so viele T-34 überall. Vorsicht, Timo, blitzt deine Marder. Ja, ich seh's. Ich hab noch eine Panzerfaust an dem Panzer hier. An dem Trupp hier. Ah, Alter, Iron hat's geschafft. Iron hat's geschafft. Er ist durchgekommen, aber Iron, du hast es geschafft noch. Gib ihm. Da kommt der Flugangriff, ich habe aber was vorgesorgt. Fuck, der eine Bomber kommt durch. Komm. Alles klar, pack dann. Geht's relaxed. Kann aus dem Wald kriegen, weil ich muss das Zoll und schießt er mit Mörser da bei Unterstützung rein. Du schießt auch schon mit Mörsern. Verstärkt gerade hinten die Stadt. Du musst die Maros ein Stück zurückziehen. Da kommt neue Infanterie, aber oh, Mörser ist auch schon auf dem Weg. Zieht der da viel rein in die Stadt? Ja. Chopper, ich schicke dir Königstiger. Bitte. Dank, bitte, 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 Iron, bitte. Ich habe nichts. Wenn du da Flak hast, ich kann dir mehr Flak ausstellen, ich stell dir noch mehr Flak auf. Ich brauche halt nur dieses Tal da und muss einfach sicher sein, weil es, dass meine Zeug da nicht abgeschossen wird. Meine Flaks. Aber ich hol dir jetzt nochmal 4 Flaks, 5 Flaks, 6 Flaks. Alles, was du brauchst, Iron. Alles, was du brauchst.
Danke für die Arti, wer auch immer Arti das macht. Bitteschön. Die dänische Artillerie steht dir zur Verfügung. Ja, ich bumps den gerade trotzdem. Die Sturmschützen sind viel zu stark für die Stadt. Herr Blitzi, kannst du eine Zwillingsflax bei mir aufstellen? Oder Zwillingsflax? Wenn du das kannst. Ja, warte noch auf den nächsten Tick, dann kann ich Flax Healing schicken. Ja, irgendwas Kleinkalibriges. Großkalibrig kann ich stellen. Kann ich organisieren. Wer spielt eigentlich gegen IS-2? Ich weiß es gar nicht, aber ich will es auch gar nicht wissen, ob ich es bin. Ich glaube, Niklas, dass du gleich mal mit hoher Gewalt durchzubrechen. Ist der mit den... Ja. Kannst du die Maros nochmal hier zu nutzen, um die da rauszutreiben? Dein MPs. Da kommt die nächste Welle von Einzelnen. In den Häusern bringt das nicht viel, aber die Granatiere kannst du in die Häuser setzen, die du da hinten hast. Dann treib ihn nochmal raus. Da kommt die nächste Welle von Einzelnen. Ja. Tatsächlich, die Maros haben mehr Reichweite als auf den Machikis. Timo, ich setz nochmal eine Salve rein. Ja, einfach mitten da auf die Kreuzung hier einfach alles draufsetzen. Ja, das setze ich gerade die ganze Zeit schon da drauf, weil woanders sieht's gar nicht so lohnenswert aus, muss ich sagen. Nee, ich hab auch. Oh fuck, der kommt da wieder. 8-8er regelt. Artillerie feuert. Ich höre. So, Iron, der Flaggschirm baut sich langsam auf, deine Königsliga. Oh, King schickt bei mir ganz viele Flugzeuge. Ich schicke die jetzt zurück, damit wir gleich über die Ebene angreifen können. Gute Arti. Ich entsende Flak. Ja, ja, irgendwas Kleinkalibriges brauche ich. Ich setze die Verteiltheit hin, Timo, dass die immer alles Mögliche beschießt da. Ja. Ich will nämlich auch möglichst den Wald hinten für dich beschießen und alles. Ja, die Kreuzung da ist ganz wichtig. Hier die Kreuzung, das ist seine Nachschubroute. Okay. Alles klar, ja, wenn ich das weiß, dann baller ich da jetzt rein. Da kommt alles rangefahren. Alles klar. Die ganze Stadt ist einfach so tot. Ja, ich hab den auch fett hier raus. Oh, das war ein guter Treffer. Oh, das war ein guter Treffer. Hab ich fast erwischt? Ja, du hast einen Trupp raus ausladen lassen. Schießt du mit 120er? 100. Alter, was hast du hier? Das sind 100 mm hat Larry. Ja, guck mal, ich schick auch noch Mörser. Ja. Ich hab nur gehört, dass du Unterstützung brauchst, also habe ich halt irgendwas mobilisiert, was ich hab. So, werft eure Granaten, los. Bam. Aber was ich halt nicht verstehe, diese Geschütze sind so billig, aber die treffen halt auch irgendwie nichts. Das war gut genug. Hat den Punkt eingenommen wieder? Wollen wir den schon wieder was verloren? Also sie pumpen bei mir gerade so viel Material rein, wa? Stell die einfach irgendwo hinter der Stadt auf, Blitzi. Bei mir haben die zwei Punkte erobert und oder dazwischen, genau. Die oben das reicht, das müsste reichen. Gott, hier Flak. Iron. Ja. Ich verstehe irgendwie nicht. Die haben zwei Punkte bei mir erobert, weil sie die beiden hier am linken Berg. Und trotzdem haben die nicht die Punkte Oberhand. Ich habe zwei Punkte in der Stadt eingenommen habe. Ja, das ist aber, ja, jetzt ist Gleichstand erst wieder. Ja, oh Gott, wie viele Gegenpanzer da oben stehen. Buschend. Nein, ich verteile dich. Timo, ich baue nochmal zwei Artilleriegeschütze auf für dich. Ja, mach mal. Ich halte da so rein. Treffe ich gerade eigentlich, das musst du mir mal sagen. Du triffst alles, was sich bewegt in der Fläche da. Ah, dann ist ja gut. Aber gerade kommt kein Nachschub mehr. Ja, dann sag, wenn du wieder was siehst, dann baller ich wieder rein. Jetzt ist sogar schon eine 10. Ja. Das geht relativ zügig hier. Ja. Ich hab den Nebelwerfer in A geholt, Connor. Ich bin ein richtiger Wichser. Ja, ein Berg oben. Genau an der gleichen Stelle die ganze Zeit. Ja, ich schick Verstärkung. Soll ich weiß. Iron, wann soll ich die Bomber losschicken? Ich schick dir eine Off-Map. Noch nicht. Danke. Also erst die Infanterie schön in den Wald schicken. Nicht dir, ich schick Dings auf mit Iron. Bei dem sieht es kritischer aus. Warum? Nein.
Erst wenn er angreift. Solange er nicht angreift, brauchen wir da nichts. Ja, Kommandant. Lass ihn das Truppen sammeln. Schicker, ja, jetzt kommt der Angriff. Jetzt können wir, ja. Jetzt kannst du gerne was schicken. Er ist ja schon auf dem Weg. Vorsorge ist besser als Nachsicht. Ich brauche dann wieder mehr Maros in dem Fall. Ja, lass. Wenn den Maros wieder zur Besinnung kommt, kann ich es wieder reinschicken. Braucht jemand Munition? Timo, bei mir. Ich feuer kurz selber bei mir Artillerie rein. Ja, mach mal bei dir die ganzen Panzer kalt und so. Ja, ich feuer da jetzt nochmal rein. Brauch nicht ein bisschen. Ich kann nicht angreifen, solange der Wald da nicht uns gehört. Ja, deswegen, ich schicke da gerade wieder Infanterie rein und feuer auch mit Artillerie da rein. Keine Sorge, da habe ich mich schon drum gekümmert. Ich habe halt einen kleinen Kalibrigen Artillerie. Iron, soll ich die Bombe schicken? Ja, schick die Bombe. Fliegeralarm. Ja, in der Mitte. Bombe sind auf dem Weg. Flaggschirm, Iron, ich hab's dir versprochen. Bombardier die Panzer von Keks und den Wald. Verdammt, es hat mich erwischt. Sache, hohe Gewalt. Nichts wieder auf hier! Wir stehen unter Beschuss! Wie viele Schüsse feuern die eigentlich ab? Dann wieder schön, ihr habt irgendwo einen Punkt eingenommen, das finde ich sehr gut. Ich habe einen Punkt eingenommen, ja. Was sind Ihre Befehle? Iron, ich habe den Berg wieder. Iron, du musst sagen, wenn ich rechts die Off-Map callen soll. Du kannst ganz rechts nach freier Verfügung, kannst du da rumhantieren. Okay, ich call mal die Off-Map da unten. Ich schick auch mal Off-Map. Fliegeralarm schon wieder. Er konnte nur eine Bombe abwerfen, zum Glück. Ich schick Raketen auf die T-34 unten. Vielleicht kill ich ja was oder damage das zumindest. Oder reg ihn an, irgendwie sich zurückzuziehen. Kommt eine IS-2 bei dir? Oh, bei mir steht eine IS-2. Egal, lass den da schimmeln. Sehe ich Mörser den jetzt, der fett. Voller. Nehmen jetzt erstmal hier hinten den Punkt ein. Die muss gleich bei denen im Spawn. Ja, ich stehe gleich bei denen im Spawn. Ich erobere uns gerade noch einen Punkt. Da könnte eigentlich auch ein Fliegerangriff drauf, da ist keine Flak von denen. Hat jemand Antipanzer-Dings, Zeuge? Ja, ich kann die aber erst. Ich muss die aber noch kaufen, wenn du mir noch ein paar Minuten Zeit gibst. Alles gut, ich nebel den gerade nochmal ein, den Dings. Ich muss mich jetzt um rechts kümmern, denn da werden wir gerade auseinandergenommen, weil ich nicht geguckt habe. Alles gut, ja. Alles gut, Iron. Trotzdem danke schon mal für deine Hilfe. Ja, ich hab den Berg rechts verloren. Wir ziehen, da müssen wir jetzt was machen. Sonst sind wir am Sack. Ich habe halt keine Panzer. Ist nicht schlimm, dann schicken wir was anderes. Panzer hab ja ich. Schick Off-Map. Ich brauch Bodentruppen, die jagt uns da jetzt runter. Seite schießen, oder? Kriegst du nicht hin, weil
Der haut ab. Ja, come on. So Alter. Lucky kann man auch nur sein, wa? Ne? Wer ist denn das wieder? Das ist das Waffenspiel. Wir haben alle seine Truppen aufgerieben hier. Er hat eine jetzt noch. Ja, der hat. Kannst du uns eigentlich da rechts von der rechts werden wir komplett runtergeschmissen, wenn ich jetzt Bodendruck bekomme. Ich habe leider nichts. Ich habe alles für eure Fronten ausgegeben. Jetzt müsst ihr mir helfen. Ich komme aber nicht. Ich kann. Ich schicke alles, was ich habe. Also, sobald ich Punkte habe. Was kann ich schicken? Was kann ich schicken? Ich hab halt nichts Gutes an sich. Ich kann eine Masse von Schrottpanzern schicken, wenn du willst. Das bringt mir auch nichts. Was kann ich? Ich kann Anti-Panzerflugzeuge schicken. Bringt das was? Ja das definitiv. Hey, warte ganz kurz, bis der Tick vorbei ist, dann kann ich nämlich noch eins kaufen. Jetzt. Halt sie mir einfach offen, die Panzer. Der fliegt gerade flach nach dem Schwein, jetzt schon mal. Ist da ein Vögeln unterwegs? Ich greife mit meinen Stukas an. Wer fickt die Alter? Oh, schau mal, du hast mir gerade so aufgenommen. Panzer hier rechts, da die T-34 abschießen. T-34 ja. Gefährlich. Also die Jagdschutz zu geben. Ich drehe um wieder, ich flieg wieder zu. Dieses zwei fährt hier runter, alles klar. Ja. Dann. Wer ist denn hier rechts? Dylan, wir können versuchen, gleich den Punkt einzunehmen. Ich fahre dann der Pack 43 ran. Ja. Ich muss gerade nur mit den Dingern hier, mit den Kanonenvögeln kämpfen, erstmal. Das. Ich hab so einen Spaß gerade. Bam, noch einer raus. Dann. Sag noch einer raus schon. Da kommt gleich die Off-Map. Ich höre. Dann. Ein Flieger verliere ich, glaube ich. Oder? Ja, einen verliere ich. Scheißegal, ich muss kämpfen. Dann. Noch ein Sherman raus. Alter, Iron, ich habe so viele Shermans abgeschossen. Ich glaube, das hat jetzt ordentlich gezwiebelt in seinem After. Denn jetzt kommt meine Artillerie noch. Ah ne, meine Artillerie hat keine Reichweite dafür, Mann. Ich habe jetzt meine Panzer von euch wieder abgezogen. Ich brauche die bei mir. Alles gut. Greif dich wieder dick in der Mitte an, Chopper. Ich weiß. Schick dir mal einen Raketenhagel da rein. Mach das! Auf die Was ganzen, aus Versehen, wenn ich deine Einheiten... Okay, egal, dafür sind sie ja jetzt da. Die sollen sich offen halten. Guck mal, Chopper, was ich gemacht habe. Und ich bumse jetzt den T-34-85 da unten mit der Pack 88. Jawohl. Da kommen die Bomben. Sagt T-34 raus. Raketenangriff fliegt, geht ein bisschen daneben, aber müsste die hinteren Einheiten schocken. Oh, schade, geht daneben. Das, was du nicht erwischt, komm ich. Oh, bei mir kommt wieder Keks. Bei mir kommt Keks. Richtig dick. Aber soll ich da mal Infanterie reinschicken in den Wald? Gerne doch. Mhm. Maros!
mehr, will ich gerne noch mehr. Bei mir kommt Keks richtig dick gerade. Ich bombardiere gerade den ganzen bei mir. Wald. Und kommt auch wieder. Ich wollte jetzt die Entscheidung schlacht. Aber keine Sorge, Italien schickt dir was. L3 Panzer zur Unterstützung. Yes, egal, meine Nashorn. Nigel macht das. Nigel? Nigel ist Wett 3, der macht das. Aber ich komme mich mal auf den ersten Panzer. Da ist extrem viel Flak, Panzer. Ich greife die Flaks an. Ich habe eigentlich schon voll viele Flaks ausgeschaltet. Ist zwei. Iron Hans, die zwei stürme ich jetzt mit Infanterie. Ich wollte gerade sagen, da kommt noch in die Links jetzt einmal. Ja, aber es ist gut, wenn die Flak raus ist einfach. Zwei ISIS-2 sogar. Der erste hat Bomben abbekommen. Ja, und mein Infanterie. Ich glaube, es ist nicht mehr Kotter. Da ist zu viel Flak, Jungs. Wir brauchen Bodeneinheiten. Timo, du wirst aufgerieben da hinten. Ja, ist egal. Iron, ja. Wie wäre es, wenn wir rechts mir gefallen lassen und woanders zuschlagen? Nein, ich will mein Werkzeug. Ich schicke gerade meine ganze Panzerarmee darüber. Iron will den Berg haben. Der Berg ruft. Der Berg ruft Iron. Der Weg schickt hierher Verstärkung, ne? Wir müssen einen Punkt erobern. Wir sind in der Mitte greift Keks an. Ich glaube, in der Mitte kommt Keks. Da kommt in der Mitte, glaube ich, gleich ein Angriff. Ja, da kommt nämlich die Flieger an. Ich würde auf jeden Fall aufhören, links die Stadt zu verstärken und die Truppen. Muss ich verstärken, da kommen nämlich viel mehr Einheiten gerade. Genau, die ganzen Truppen, die da stehen, diese, weiß ich nicht. Das ist halt als Immobilien, ne? Scheiße. Ich helfe ja auch gerade bei Dylan, weil ich versuch's zumindest. Ja, er hilft mir gerade. Also wir probieren gerade den Hügel hier einzunehmen, Iron. Ich hab, guck mal, wir haben die Flagge unten eingenommen. Ja, wir haben eine Flagge schon mal. Wir kriegen noch eine gleich, hoffentlich. Aber wir brauchen dann einen Panzer. Kommt Rombels. Ja. Noch irgendwas habe ich 8 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 Blitzi, ich tue die automatisch schon mal ein bisschen anschwächen für dich. Ja, wie nicht so die Smaro. Das sind nur Infos für mich. Soll ich da auch mit draufhalten mit den Nebelwerfern? Ja, gerne. Rechts ist das meiste an Infanterie. Oh, da kommt wieder was, Blitzchen. Stell dich am besten irgendwo hier hinten hin. Ganz an den Rand der Karte. Die stellen sich da gerade schon auf. Blitzchen, da unten die Infanterie im Tal muss weg. Ich mach grad die Infanterie auf dem Hügel weg. Sorry, Blitzchen. Tut mir leid. Ja, den zweiten konnte ich aufhalten, den ersten nicht, sorry. Ich kill die Automatschickis. Ich bin viel stärker als die Automatschickis. Wir müssen die Panzer irgendwie ausschalten. Hat jemand eine Panzer? Ah, da steht ein IS-2. Wo? Oh! IS-Panzer, wie schwul. Ist aber nicht schön. Versuch mal, so weit es geht, da rauszulaufen, ohne dass sie mich sehen. Ja, wir haben die Flagge, wir haben die Flagge. Geil, wir haben zwei Flaggen. Jetzt müssen wir die nur irgendwie halten auch. Na, wir haben noch eine verloren wieder. Da ist ein Panzer. Siehst du den, Timo? Wo? Ja, da dieser Moritz LRC, kannst du den nicht wegmachen. Der kann mich sehen, ist das Problem. Da unten im Tal steht alles voll. Jetzt kann er mich nicht mehr sehen. Ja, jetzt können wir ihn auch nicht mehr sehen. So schön, ihr stürmt die Stadt. Sehr gut, Blitzi.
Wir haben den Ausgleich, geil. Da kommt Offmap drauf, Timo, da kommt jetzt ein Angriff. Wo kommt Offmap? Oh ja. Auf den Hügel bei mir. Dann ja, die, hat, die Pack 8-8 killt unten den T-34. Geil. Ansonsten habe ich noch Rocket Arty bei mir in der Stadt, die helfen kann. Ah, danke. Sag, der ist raus. Oh, ich hab Aufklärung. Ja, die bombardieren jetzt die Stadt in der Mitte, die wollen den Punkt haben. Also ich habe auch Bomber bereit für euch. Ich habe Bomber bereit, falls ihr welche braucht. Ich habe Raketenarty rechts und links Alter, in der Stadt. Timo, Nightside macht einen riesen Angriff bei mir. Wo kommt Nightside? Der kommt auf die Sturmschützen zugelaufen. Ja, die Sturmschützen halten da. Wir müssen das erhalten. Da, da kommen sie, die ja auch automatisch gehen. Aber Sturmschützen haben jetzt schon eine höhere Reichweite. Junge, was kommt denn da? Ich muss zurückziehen, ich muss zurückziehen. Die Offmap, die fickt mich. Ich schieß den Walter jetzt mit Nebelwerfern kaputt. Alter, wie viel Flak. Guck mal, da hinten die Flak. Hier ja. Musst du reinhalten. Ich halte da überall jetzt rein, einfach. Nebelwerfer kommen schon. Ja, die schicken bei Blitze auch Nebelwerfer. Was soll denn das bei einer Flak zu bomben? Ja, das verstehe ich auch immer nicht. Die sind halt hart räudig. Da kommt die Dings. Bald aufgerieben, Gegenangriff starten. Ich stell mal größere Flak auf, als die wieder in Angriff fliegen. Ich kann auch noch dicke Flak aufstellen. Ich hab 90 mm. Nice. Oder was ist das? Ja, die kostet 125 Punkte, deswegen war ich bei 125 Euro. Ja, die löschen halt meine Artillerie jetzt gerade aus, aber ist egal. An den Punkt angenommen. Wo werft ihr hin? Was war denn das für eine Scheißaktion gerade? Timo, was können wir tun, damit wir das da unten zurückkriegen? Ich weiß es nicht. Ich töte gerade am Rande die ganze Zeit die ganze Kacke. Crusader AA. Crusader AA gerade lang gefahren. Ja, ich hab's auch gesehen. Ich versuche gerade am Rande gerade alle Panzer da zu killen mit meiner Pack. Ich bin ganz kurz. Die einfach nicht mitkriegen. Die kriegen die Scheiße einfach nicht mit. Ich geh ganz kurz aufs Klo, Timo. Ja, ich bin in einer Minute wieder. Was kommt das? Okay, auf jeden Fall werfen die gerade die ganze Zeit ihre Munition, ihre Bomber und ihre Off-Map auf mich, ohne wirklich viel Erfolg, weil das bringt nichts. Komm. Schon kommen links. Wollen Sie jetzt wissen mit Halbketten? Gibt es neue Befehle? Ich will's auch wissen. Flugzeuge, habt ihr Bomber für rechts? Ja, wir müssen Chopper fangen, wenn er wieder da ist. Ja, gerade Bomber. Nee, das war kurz erst Bomber. Da kommt ja schon wieder dick. Alter, wie viel kriegt man denn im Flugzeug? Ist wieder da, Timo. Ach, Flugzeuge ja. Rechts kann ich gebrauchen. Hm? Ich greife gerade den Berg an, ich könnte Flugzeuge gebrauchen.
Aber alle in der Reparatur. Das ist extrem viel Flak. Alle in der Reparatur, sorry, Hag. Alter, ist da viel. Jetzt brauchst du in der Stadt nochmal Raketenangriff. Oder reichst du? Oder kriegst du ich könnte vielleicht mal richtige Panzer gebrauchen. Irgendwas. Ich hab keine Panzer. Ich hab ein Nashorn. Das ist das Beste, was ich kann. Also, ich kann italienische Panzer in Masse zu einem von euch beiden schicken. Ja, ich nehme italienische Panzer. Die Maros bezieht halt immer ein bisschen auf. Oh fuck, was ist das? Oh nee, Kick, schick einen Kronde gegen meine Panzer. Digga, die Maros! Oh! Easy. Ich mach den Half-Track. Du musst alles stunnen. Du musst alles stunnen. Du hast ja eine Blitz, du King, Junge. Du bist der Gott. Maros sind so OP, Alter. Ich muss die zurückziehen, ein Stück. Ich hab meine 8-8. Obwohl! Ich habe ja meine Flak auf. Ich kann den Berg nicht einnehmen ohne Unterstützung. Wir sind dann selber leider. Ich bin ja fast drauf. Ich mach nur irgendwas AT oder so. Kann ich nicht. Ich werde gerade selber mit Artillerie bebombt, aber ich kann die gleich Flugzeuge schicken. Wir haben zwei Flugzeuge abgeschossen, Leute. Bitte die Maros zurück. Drei sogar. Iron schickt jetzt AT. Timo, Sturmschützen, am besten auch zurück. Da kommt ein Half-Track. Da kommt ein Panzer. Boah, das war jetzt echt hart gelenkt. Ja. Oder in der Mitte komplett. Gut gesehen hier, ja. Bomber wieder. Boston, Amerikaner. Ja. Sollen sie. So, Raketenangriff kommt, Iron. Ja, ich verliere die KTs rein, weil eine falsche Seite und dann schießt. Ich schieße mit den anderen auf die andere Seite. Da stehen die. Ja, ich zieh mich zurück, ich kann das nicht wahr. Ich zieh mich zurück. Da kommt schon die nächste Seite. Die müssen aber alle nachladen, das ist ein Problem. Was ist das, Chopper? Das ist meine Verstärkung für Blitzi. Er hat Panzer angefordert. Italien hat alles geschickt, was Italien aufzubieten hat an Panzer. Wir müssen mehr auf den Hügel schicken. Ja, ich gebe den Hügel jetzt auf. Nicht du. Nicht an deinen Hügel, an unserem Hügel. Ich habe noch Pioneri. Ich könnte unten hier mitzumachen, da kommt nämlich gerade nicht viel. Ich schicke nochmal Infanterie überall hin. Ich habe Bomber bereit. Blitzi. Ich hoffe, das sind genug Panzer. Oh, damit werden wir nicht rechnen. Da ist alles drin, was es gibt, Fall. Also, da sind Jagdpanzer drin. Damit werden sie nicht rechnen. Ich lasse die einfach vorfahren. Ich lasse die einfach zu deren Spawn durchfahren. Blitzi hat gesagt, braucht Verstärkung. Ja, diese Bombenbesatzung ist so stark. Ah, ist klar, die ersten Panzer rollen in die Stadt, Blitzi. Oh, er kommt da viel! Schickt euch einen Aufklärungsteamflieger. Vor allem dieser Jagdpanzer ganz vorne, guckt ihr dem an, der überholt gerade noch. Dieser kleine Mini-Jagdpanzer. Wie lange steht die CS2 eigentlich da schon? Ewig. Blitzi, da ist ein Infanterietrupp. Warte kurz, ich muss mich mal kurz um was anderes kümmern. Wo ist ein Infanterietrupp? Da ist überall was. Alle Mann, vorwärts! Alter, ist so viel. Schießt ihr auf die ganzen Packs jetzt da? Ihr müsst Konterartillerie aktivieren, der Feind hat Arti im Einsatz. Keine Arti. Hab ich schon. Bin schon auf Kontaktlerie. Alter, Bomber gegen Bomberschwarm, was ist das denn jetzt?
Nein! Galien wird nicht zurückweichen. Stürm mit dem Berg von der Seite. Da kommen sie nochmal. Ich hab. Weg. Ich zieh weg wieder. Der Boss ist jetzt so niedergemäht. Er hat einen One-Shot. Nehmen Sie auch mal. Taxi, dort müssen wir hin. Jawohl, Herr Hauptmann. Oh, der ist zwei Rücken vor. Verstanden. Irgendwas vor, Alter. Blitzi, ich rück vor wieder. Italien marschiert. Alter! Diese KM-Bootbesatzung ist nur stark gegen Infanterie. Das viel witziger ist diese italienischen Panzer, die dazu vorrücken noch. Oh! Ja, da kommt ziemlich viel gerade in der Mitte. Die haben Off-Map für meinen Block gecallt, wow. Höre Sie klar und deutlich. Den 2.17 für Meier. Ratatatatatata! Der Flieger stürzt einfach reihenweise ab. Ich hab jetzt meinen Flieger aus der Hand geholt, Junge. Italienische Jagdmaschine im Einsatz. Sag den, die haben immer noch links keine Flak, haben sie auch nicht. Ja, nur den Dings. Könnten, den könnte easy im Sakonuno-Folge dahin kommen, wie es war. Blitz ihm an die italienischen Panzer rücken weiter vor. Ah, wunderbar. Aber ich glaube, die werden alle abgeschossen, halt, die Rest. Alter, was formiert sich da? Ach du Scheiße. So, die Aftermarket ist wohl nochmal Runde 2 mit dem Marus. Hab ich gehört. Masse fertig wie ein Rettich. Blitzi, die 37 mm Flak ausladen da unten. Unten am Berg. Chopper, ich bin durchgebrochen. Wo? Bei hier. Du hast es. Timo, du hast es. Oh, wir haben vorne den Punkt wieder. Wir haben schon wieder vorne den Punkt drin. Counter-Artillerie ist übrigens jetzt in Arbeit. Ausladen und. Nee, geht die Provinz kann ich jetzt machen. Da kommt noch ein IS-2 bei Timo. Ja, bei mir pumpen die gerade noch ein IS-2 rein. Da hat immer noch. Ach, die Flak, ja, jetzt habe ich sie gesehen. Blitzi, deine Marus werden von Streckli angegriffen. Und Vorsicht, du solltest nicht in die Reichweite des M8 verfahren. Blitzi hier mit dem Marus. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ah. Lad aus, lad aus, lad aus. Fahr weg, fahr weg, 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 weg. Bitte, Blitzi, nein. Komm, 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 komm. Ja, du brauchst es nicht, bitte. Jetzt war ganz geschafft. Ganz Junge, knapp. Der Italiener, der da am Steuer sitzt, der hat richtig Bock. Nigel! Der hat schön die IS-2 geschossen.
Oh, 8-8. Ich dachte, mit eurer Arbeit. Alter, komm, Postenbomber. Mehr, oder was? Wie viele Postenbomber dafür mein Nigel kommen? Hat er abgeworfen, Nigel ist so tot. Jetzt hier einfach einen neuen ran. Dämone! Ich hab einen abgeschossen. Aber sie haben ihn nicht gekillt! Er lebt! Der Lake ist von Keks werden so auseinandergerissen. Ey, da ist ja ein ES2. Nein, der ES2 ist weg. Irgendwo jetzt mal wieder. Den kannst du easy mit deinem Kanonenfinger wegmachen. Der steht da seit 30 Minuten. Ich greif den jetzt voll klar an mit den ES. Den L3 gleich, sag ich dir. Ist gut, dass wir links 288 und eine Pack 40 stehen haben und die einfach die ganze Infanterie da wegschießt. Na, da kommen jetzt Fireflies sogar bei dir, Timo. Ich glaub, ja, die wollte halt das. Wir sehen da meine Infanterie-Gruppe da. Das ist das Problem. Das ist wieder ein ES2. Mal Verteidigung kommen, Pioniere! Ich hab diese geilen Autos mit den Benzinkanistern drumherum, gerade links. Oh, du musst am Zug. Hahaha, ich hab die Automatik gesetzt. MG42. Wo sind die? Oh, die Schlamm! Ja, die, 8-8, da schießen auch noch mit rein. Ist nichts passiert. Iron wird halt weiter zurückgedrängt. Ne, ja, Iron macht gerade seinen Giga-Push. Ja, klappt. Den Giga-Push. Oh, die kommen ganz schön auf den Hügel hoch. Ja, die ist aber auch meiner Sinn. Wo fahren denn die italienischen Panzer hin? Welche italienischen Panzer? Ach so, die sollen. Ja, die sollen angreifen. Yes. Alter, steht da viel. Ja, bei uns steht richtig viel. Stellen wir hier einen Aufklärer rein. Wieder die Off-Map. Alles verschossen! Zwei Boss weniger. Wollt jetzt den Hügel da runterfahren, wa? Ja. Mit ihren Versorgungstrucks. Damit sie spawnen können, ne? Iron schickt jetzt hier über den Hügel eine Infanteriewelle. Vielleicht kill ich ja was, wenn man lebt. Oder deck irgendwas auf. Oh, ISU 120. Sag ja, die sind gut. Aber eine 8-8 schießt den ab. Zack, 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 von drei Seiten. Und da? Feuerfly. Ja, den krieg ich nicht. Jetzt reicht's. Jetzt hol ich deinen GS ran. Scheiße,
Ja, ich weiß, da steht übel viel. Hast du noch Nebenwerfer? Wenig. Ja. Brauchst du Munition dafür? Nein, ich hab Muni. Auf die Panzer. Ich Panzer oder mal alles drauf, was du hast. Also wenn jemand Muni braucht, ich hab noch genug und ich hab nichts mehr, wofür ich es ausgeben kann, also. Steht euch frei zur Verfügung. Zwei Punkte müssen wir holen, oder? Mehrere. Bis ja. 13 zu 19. Und deine Infanterie wird da vorne irgendwie leicht zurückgeschlagen. Ja, ich weiß, da kommt halt tonnenweise feindliche Infanterie. Na, aber ich sehe schon Blitzis Brandenburger Rück mit meinen vor. Zeit! Ich muss doch schließlich meine Flak-Zwillinge auch noch retten. Ah, der viele Panzer da kommen. Du und viele Panzer jetzt flammen mal nicht. Bei mir stehen mindestens 20 Panzer. Das ja, ist jetzt hier, also das ist ja. IS und 122 und so. IS, Firefly, Crombats und Shermans. Dann hab ich nichts gehört. Ja, jetzt hab ich gesagt, das soll nicht so. Sag ich nur noch, dass wir am Verlieren sind. Ja, na, so halb. Kannst du sagen. So halb. Wir sind 4 Punkte im Rückstand und wir haben jetzt sogar weniger Zeit als die Hälfte. Aber bloß. Die krasse Gegenoffensive Italiens und der KM-Bootbesatzung beginnt gerade. KM-Bootbesatzung? KM-Bootbesatzung. Ein Punkt mehr, Iron. Du musst nur believen, Iron. Du believest aber nicht. Ja, nein, ich muss die Gegenoffensive. Denn ich habe kaum noch Panzer. War alles verbraucht. Ich drücke jetzt mit den 8-8 drin links in die Flanke rein. Schieß den gerade hinten da alles ab. Sind so viele auf einem Haufen, ey, mehr Strafing Runs. Ich rück mit Breda im Gehen vor jetzt einfach mal. Mal gucken, ob's hilft. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Oh nein, mein Aufklärer. Nee, es bringt glaube ich nicht so viel. Nee, wir werden so gegrillt. Neue Welle an Infanterie, ey, ich kotze. Guck mal, wie viel MGs ich da oben aufgestellt habe, aber. Ja, ich schick mal jetzt eine dicke offene rein. Die habe ich gerade von meiner Front rangefahren. Aber ich habe noch Mörser. Off-Map. Panzerknacker werden auch nach und nach alle weniger. Das ist fucking Flakfeuer. So schnell wie der Wind. Raketenwerfer kann eingesetzt werden. Pioniere davor. Ja, die können halt gerade nichts machen. Jetzt guck mal, hier vorne geht gerade irgendwie nichts.
bin einfach durchgefahren und ran. Ich brauch nur was, was Half-Tracks geht. Ja, ich habe, das ist ja das Problem, ich habe da nichts. Ich habe halt keine Panzer. Das... Ich habe auch keine Panzer, ich brauche was Panzer. Ich habe auch keine mehr. Versuchen wir jetzt einen Punkt zu erobern. Hat jemand einen Panzerknacker noch? Nein, aber ich habe anders Zeug. Warum? Ja, weil da links steht ein IS-2 und ein Firefly an meiner Flanke. Halt sie offen. Den drei IS-2 IS-2s. Versuche nämlich gerade hier den Punkt zu erobern. Jetzt sind wir wieder auf Gleichstand. Jetzt diese scheiß Luftwaffe. Alter. Italia. Jetzt machen sie die Felix-Geschütze bezahlt. Ja. Oh. Schön in die Infanterie reingeflogen. Ja, schön reingeflogen. Ne? Jetzt! Firefly zerstört. Alter, ich mache jetzt meine Großoffensive, Timo. Ich stürme den Berg einfach. Guck's dir an. Der Berg ruft. Hurensohn, er hat Sapiri rangefahren. Auf mein Kommando, Feuer aus allen Rohren. Binde gerade bei mir nochmal Kräfte auf. Ich schicke jetzt meine letzten Kräfte gegen das da, wa? Alter, bei mir fahren die gerade noch mal richtig was auf. Oh Junge, ich... Das ist so viel in Bewegung, ey. Die Völkerschlacht von Leipzig hat begonnen. Schön, wie du das in Punkte angenommen. Alter, Timo. Guck's dir an, Italien stürmt den Berg. Ich bin gerade auf mit Timo. Ja, der hat ja offen mit hier dieses 7,62 offen mit. Meine 8 haben keine HEs mehr. Die eine ist auch komplett selbst geschossen. Ne, die haben nur bei. Oh, die eine ist wirklich leer. Du hast hier noch das IG-Geschütz. Ich stürm grad hier hinten nochmal das Gehöft. Scheiße, die 8-8er da vorne haben keine Muni mehr. Ja, ich fahr da gerade schon ran. Ich bin schon passiert mit sie. Alles schon passiert mit sie. Zwei bleibe ich im Wald. Pass auf, die eine IS-2 moved, die pushen. Ja, ich sehe, dass die moved. Ja, klar. Die Offroad fährt. Die IS-Panzer zerstört.
wollen jetzt Offmap hier draufwerfen. Die wollen hier Offmap draufwerfen. Natürlich tauchen überall diese Fick-Easter auf. Okay, okay. Letzter finaler Angriff hier. Wir treffen hier. Das Treffen von Babalö. Das ist so eine Völkerschlacht hier. Timo, wir müssen uns verteilen auf dem Berg. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ja, ich fahr voran. Schieß doch mit allem, was ich habe, den Feind ab. Da kommt ein T-35 45. 44. Gott sei Dank biegen die ab. Doch, mit dem Übel daneben. Links, ja. Links, kommt ein dicker Panzer. Ja, links wollen sie es jetzt wieder wissen. Die wollen mit dem Übel wegnehmen. Zwei Flieger sind abgestürzt, aber einer voll in uns rein. Ich schick da oben jetzt einen Raketenangriff rein. Die Achter machen wieder Arbeit. Ich habe einen Firefly gekillt. Der Rest ist auf Rückzug. Die Achter wirken von links, ey. Du hast die erst frei gekillt. Ich weiß. Aber der pusht mich. Also, Iron hat richtig Bock jetzt. Ich kann rechts nichts tun, also schiebe ich meine ganze Armee gerade nach links und versuche ihn deren Supply-Route Richtung Berg abzukarten. Vielleicht hilft das. Den Punkt hier, ey, pass auf, da stehen 20.017 Punkte. Ja, da habe ich meine Raketenartillerie mitgebracht. Die rollt aber noch an, die ist noch 10 Kilometer entfernt. Wo ist der Feind? Raketenartillerie, schafft ihr. So, neuer Angriff auf den Hügel, alles was ich habe. Avanti, Savoy! Avanti, avanti, Savoy! Witz, hier kommen neue Panzer, die wollen wir jetzt hier den Punkt mitnehmen. Er wird also noch ein letztes Mal nochmal rot fallen. Abwehrwaffen sind nicht mehr so. Oh, Kacke. Oh, die wollen hier rein. Stormschützen verlegen. Wir wählen also echt nochmal ein letztes Mal rohe Gewalt. Ich wähle auch Gewalt. Rückwärts immer, rückwärts nimmer. Avanti, avanti zum Angriff. Überprüft Waffen und Munition. Ja, ach, da sind eigentlich wirklich mein MVP hier an der Seite. Natürlich trifft er genau da, wo ich lang fahre. Digga, wie viele haben die denn da? Ich kann die Kugel an mir vorbeizischen. Panzer, schießt auf die Panzer. HE deaktivieren, schießt auch nur auf die Panzer da. Alter, zum Glück konnte ich jeden IL-Angriff abwehren. Oi, er wählt doch auch nochmal extrem viel rohe Gewalt. Haben wir noch irgendwelche Arti? Ja. Meine Artillerie ist kommt da, Konter. Da, alles da rein. Ach du. Heilige Scheiße, was tun die denn da? Was tun die? Was tun wir? Was tun die? Das ist eine andere Sache. Weißt du, es ist. Manchmal fordert sowas einfach manchmal. Ich guck da gar nicht jetzt in diese Schlammschlacht da. Höheren Intelligenzquotienten. Wie beim Metzger. Ich will gar nicht wissen, wie viel wir gekillt haben und wie viel wir aufgerieben haben. Und die haben rechts die Stadt. Ich guck dir nochmal an, wie viel auf einem Haufen steht. Da wird einfach ohne Zögern vorgedrückt. Da muss vorgedrückt werden, um den Endsieg zu erreichen. Okay. Du bist einfach nicht motiviert genug, aber ich bin enttäuscht. Ich bin motiviert. Meine Armada ist nur leider. Wie viel denn noch? Mehr und mehr. Mein Stürm jetzt da drüben den Wald. Ein paar neue Infanterien und stürm jetzt da den Wald. Da kann nichts anderes hochholen. Diese scheiß Shermans da ab! Macht sie alle! Ja, ach, das sind solche MVPs, Alter! Meine Maros sind auch MVPs!
Jetzt sieh, ich will wissen, wie viele diese 8-8er nach der Schlacht gegeben haben. Die heißen, glaube ich, Hans und Kunz oder so. Otto und Pöpsel. Ich habe den Punkt wieder eingenommen. Letzter Kräftepunkt. Gegen die Sowjetunion. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt kapitulieren die ganzen Soldaten gleich. Bam! Panzerfaust in den Nacken. Ja! Hey, wir haben einen abgeschossen! Dann kommen MGs angefahren! Klar, denn ich fängt auch langsam an, so richtig zu laggen, muss ich sagen. Digga, solche starke Infanterie. Alter, Timo, da hinten, ja. Junge. Ja, ich hab Gott, Gott. Oh, die Bombe. Auf in den Kampf! Sie noch so viel Masse aufbringen können hier, ey. Achter MVP in der Runde. Vorwärts! Anforge. Panzer, die noch aufbringen können. Ja. Ich bin auch verwundert, wie viel da noch kommt. Wo haben, also ich hatte ja von Anfang an schön, die Panzer. Schön gemacht, wird zu schön gemacht. Ja. Jetzt habe ich sie komplett rausgezählt. Gut, ich ziehe die Brandenburger noch mal ein Stück zurück. Blitzi. Rechts Panzerangriff von hier, Blitzi.
Eieiei. Hat deine Flak noch da? Eieiei. Und deine Flak geht gleich her. Ich schick deine Flak auf den Munitionsdings. Und schick mein Nashorn dahin, mein letztes. Und noch ein Infanterieführer. Nein, warum geht's mal nach Abwehr? Dann fahr da jetzt durch, oder was? Die wollen den Berg jetzt stürmen. Niklas probiert's zumindest. Ja, ich schicke noch einmal rein. Für die Rocket Art mein letzter hin. Halt sie zurück! Halt sie auf, der Russe! Verdammt! Es hat mich erwischt! Ist der 8-8 tot? Ja, die hat sie zerlegt. Das hat gesessen! Ich schick dir in den Stadt mit dem Führer. Seine 8 Obachikis haben keine Städte. Ich schick dir in die Stadt ein Dings, Blitzi. Ein Kommandoführer, ein Schützenführer. Die Panzer, die hat noch wirklich aufgebringt. Na gut, die Panzerne hat auch viele Panzer. Muss man dazu sagen. Hallo Keks. Ah ne, das ist geil. Ich habe in den falschen Channel geguckt. Keck ist es aber. Kein Keks. MST. SST, ja. Eins Punkt liegt uns. Ja, ich weiß. Ja. Ich hab nichts mehr, also ich kann nichts mehr kaufen, ich bin auch komplett leer. Aber ich komme bei dir weiter. Ich kämpfe bis zum letzten Mann mit Stalin. Ich kämpfe auch bis zum letzten Mann. Alles versucht, was geht. Ja, ich hab einen Punkt erobert. Ich auch, ich hab auch einen Punkt erobert. Sie schickt dir da hoch nach. Alter, diese hier ist. Die E2 Massen, die E2 Massen kommen. Jäger. Bombeangriff auf die Mitte nochmal. Panzerfaust! Die Panzerfaust! Scheiße. Der Flammenwerfer! Der Flammenwerfer hat den Firefly gegrillt! Notfall, Hilfe! Volle Blitz, ich schick die letzten Verstärkungen, die letzten Reserven des Reiches. Schreibt hier, die hat zugeschlagen! Blitz, durch den Führungs... Der hat ihn so motiviert, dass er den Firefly gegrillt hat. Ja, ich hab noch mal ein paar Bomben abgeschossen. Jawohl! Max, du hast es verstanden. Alter, es war eine schöne Schlacht. Also, obwohl wir verloren haben, ich fand's echt gut, muss ich sagen. Alter, das war richtig geil. Digga, meine Infanterie ist so stark. Ich hätte nicht gedacht, dass Brandenburger ebenfalls so hart reinknecht. Doch. Ach, da sind so eine geile Einheit. Oh, GG, Alter. Tja, alles gegeben, hat nicht gereicht. Junge. Ach, du Kacke. Aber ich bin im Positiven mit der KDW, habe ich denn das geschafft? Digga, wie viel hat die denn da gekillt? Was für Blitzi, fuck? Blitzi, komm rein. Blitzi, komm rein, die 8-8er. Junge. Die 8-8er hat eine ganze Dinge reingezimmelt. Diese eine 8-8er hat so viel gefickt, Alter. Du musst dir aber vorstellen, diese eine Szene im Wald, drei Truppen Marus, halbtot, gegen 8 Russentruppen und die Marus gewinnen! Nein, die hat drei I2s abgeschossen. Ihr wisst Bescheid, haut rein.